So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar haben wir diese zwei Special Editions von Effect Energy Limited Edition Bubblegum und Coconut Blueberry. Die habe ich sogar schon mal getestet, das war das allererste Ramses Kitchen Video, was ich hier in der Wohnung gedreht habe. Vielleicht kann ich sogar noch mal einen Ausschnitt reinbringen, wie das damals aussah. Da hatte ich nämlich noch eine andere Location. Und jetzt habe ich die Teile gesehen noch mal und habe gedacht, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die geschmeckt haben, ob die gut waren oder nicht so gut waren. Ich glaube, den einen, habe ich gesagt, kann man noch mal kaufen, den anderen muss man nicht unbedingt. Bubblegum fand ich, glaube ich, nicht so. Coconut Blueberry fand ich ganz okay. Ich möchte sie jetzt aber noch mal testen, weil jetzt auch einfach die Belichtung besser aussieht, vielleicht auch nicht. Ich bin immer noch unzufrieden eigentlich mit der Location. Das alte in Hildburghausen da an diesem Gefrierdings, das war auf jeden Fall das Beste. Hier wechselt man immer. Ich habe mein Probierglas, da fülle ich was rein. Ich habe die zwei Editions und wir fangen mit Bubblegum an. Effect Bubblegum in der Limited Edition. Kennt ihr das? Energy. Trinkt nicht zu viel Energy, sonst fliegt ihr immer weg. Ihr kennt das ja in der Werbung. Machen das jetzt einfach auf, füllen das ein. Ich glaube, was mich damals überrascht hat, war, dass ich hier bei dieser rosanen Dose mit einem rosanen Getränk gerechnet habe. Dann ist da aber so was Blaues rausgekommen. Und dann gehst du zu der Kokosnuss Blueberry. Und da kommt auch was Blaues raus, das heißt, sie haben beide exakt gleich ausgesehen. Wir schütten uns das jetzt erstmal hier hinter die Binde. Das ist die erste Folge, die ich hier in einer anderen Wohnung drehe. Aber das wird nicht als erste Folge hochgeladen. Prost. Ja, und wie damals, ich habe die Worte noch im Ohr, du trinkst das und während des Trinkens denkst du eigentlich, dass du vielleicht eine normale Selta Sprudelwasser trinkst, weil du merkst die Kohlensäure, du merkst was Erfrischendes, du hast aber kaum Geschmack, das plätschert alles so ein bisschen vor sich hin und erst dann, wenn du absetzt, kommt dieser gummiartige, also dieser Kaugummi-Geschmack durch, dann aber wieder so bitzelnd und auch so ein bisschen süß, der dann aber hinten ins Pappe hier nach unten geht. Also es ist total komisch, der Nachgeschmack gefällt mir jetzt nicht so. Und ich finde, beim Trinken merkst du den Bubblegum einfach gar nicht, was ich total schade finde. Ich hätte halt dann gern ein Getränk, was du trinkst und während des Trinkens merkst du Schluck für Schluck immer wieder diesen super genialen Bubblegum-Geschmack. Hast du hier jetzt nicht? Der kommt mir ein bisschen wässrig vor, so beim Trinken. Da kann ich auch einfach eine Zelda trinken oder ein Mineralwasser, irgendwas. Habe ich denselben Effekt, ohne diesen komischen Nachgeschmack, der dann einfach für sich alleine kommt. Machen wir mal das andere auf. Machen wir mal das Coconut Blueberry, was wie gesagt jetzt ja auch so ähnlich aussieht. Vielleicht erkennt ihr einen Unterschied in der Farbe. Ich erkenne keinen. Das hat halt hier diese, alles natürlich gepunktet, Effekt gepunktet. Da hast du lauter Blätter, das ist halt hier mitten im Urwald, das soll karibisch sein oder was, man weiß es nicht genau, überall steht drauf mit Ginseng, ne? Hier auch, ne, mit Guarana, das ist der Unterschied, ach ne, hier steht auch Guarana, dann steht bei anderen bestimmt auch Ginseng drauf, also Effekt, der einzigste Effekt, den Effekt bei dir erzielt, ist der Bauch wird immer dicker, was wohl eine Rolle spielt, so, guck mal hier, blau, blaue Färbung im Glas, Coconut. Heidelbeeren, was steht drauf? Blueberry, ist ja Blueberry, ist ja, müsste ja glaube ich dasselbe sein. Probier mal das auch mal. Finde ich, ist auf jeden Fall präsenter beim Trinken. Während du trinkst, merkst du immer exakt diese leichte Kokosnote auf der Zunge bei jedem einzelnen Schluck. Und dann setzt du ab und dann brennt sich die Beere in dein Gesicht. Aber nicht so schlimm, wie ich das bei einem Gönnergy zum Beispiel hatte.
die hat noch mehr gebrannt, war noch unangenehmer. Das heißt, wenn es jetzt hier um Coconut, Blueberry, irgendwas in die Richtung geht, würde ich dieses Effekt Energy wohl vorziehen. Aber generell ist das auf Dauer auch absolut kein Geschmack, den ich mir die ganze Zeit geben kann. Damals fand ich den blauen besser als den mit Bubblegum. Jetzt gerade ist mir der Bubblegum irgendwie ein bisschen angenehmer sogar. Der ist präsenter, der knallt mehr rein, das ist wunderbar, das fand ich damals gut. Während der so einfach nur wässrig daherkam. Jetzt mittlerweile, was ich alles so erlebt habe, freue ich mich, wenn ich gar keinen Geschmack mehr habe und einfach nur dieses wässrige Erfrischende über mich ergehen lassen kann. So. Kennt ihr die zwei Sorten, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wir müssen die jetzt noch zusammenschütten und mit einmal wegziehen. In Badlands Chucks Manier kippen wir hier die exakt gleiche Farbe ein. Guckt ihr das doch an. Das sieht doch beides genau gleich aus. Wie kann das denn sein? Das sind zwei so unterschiedliche Teile. Komm, das geht ja ganz rein. Guck dir das an. Das Ernesto-Glas umfasst 600 Milliliter. In dem auf die dicken Glas, was ich sonst immer hatte, da sind nur 500 Milliliter drin. Das heißt, wir haben jetzt ein ganzes Glas Plörre von Ernesto. Das muss das Thumbnail sein. Das ziehen wir jetzt hier weg. Würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses. Das Glas ist beschlagen. Es war auf jeden Fall total kalt. Kühlt, richtig, so musst du es trinken. Aber geschmacklich ist es irgendwie beides nichts. Würde ich mir beides nicht nochmal holen. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.